Lass mich fast mein ganzes Mana ein, so ein Lichtzauber. Da sieht man mal, was ich für ein Klöppel bin. Das hat sie gemeint. Okay, verstehe. Das war die Inspiration für Under Pressure von Queen, oder? Möglich. Das ist ein Übersetzungsfehler. Eigentlich wollte Queen auch singen unter Preußen. Aber Under Pressions und Under Pressure, da kann schon mal was daneben gehen. Fühlt sich so anders an. Fast als ob. Seht ihr, Smarty hat denselben Fehler gemacht. Dreh einfach mal eine Runde am Rad, ne? Hallo, Frau Reichenstein. Schön, dass du reinschaust. Endure, Sir. Take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. He can be the man of honor. He can make the choice that no one else wants to make. The right. Oha. Ja. Was soll ich sagen? Frau Reichenstein, dir auch ein frohes neues Jahr. Und vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub im 26. Monat. Das ist auch schon echt lange. Heieiei. Muss ja mal nebenher ein paar Spinnen verhauen. Lass dich davon aber nicht irritieren. Mein Dank ist dir gewiss. Was ist das schon? Das war ja überraschend einfach. Dachte er schon, wenn sie jetzt von Wächtern der Schmiede sprechen, dass hier irgendwie wieder die halbe. Ne? Dings ankommt. Was pritzelt denn da jetzt? Macht doch überhaupt nichts. Ihr habt schon gemerkt, dass die hier noch lebt. Ich hab gedacht, ihr habt sauber gemacht. Unerhört. Lydia? Nee. Da ist ja noch eine. Okay. Okay. Offensichtlich dann jetzt doch. Die ganze Armee. Das ist ungefähr eher das, was ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Schön die Spinne mit Jump. Könntet ihr mir die vielleicht? Könntet ihr? Meint ihr? So, ei. Keiner da. Kannst einfach wieder gehen. Der Meisterschmied. Tschüss. Au. Alter Walter. Okay.
Immer an mich selbst, den ich ärgern. Hallo, Rebundo, schön, dass du reinschaust. Und Hardcore-Gaming-Streamer würde ich jetzt nicht sagen. Gaming gab es ja hier auch schon, gab's ja hier schon immer. Und die 12 Stunden Skyrim, die machen wir seit 2 Jahren. Take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. You can be the man of honor. You can make the choice that no one else wants to make. The right choice. Und Frau Reichenstein, Osa. Vielen, vielen lieben Dank für dein Geschenksub an Rebundo. Gott, das sind auch schon einige Frau Reichenstein. Vielen, vielen lieben Dank wirklich für deine ganze Unterstützung. Das bedeutet eine Menge. Wird auch dieses Jahr sicherlich technisch wieder das eine oder andere Update durchführen können, müssen und dürfen. Da hilft das natürlich immer sehr. Güte, noch einer. Der ist noch voll. Okay, dann muss ich jetzt erstmal heilen. So, einmal voll, zwei Hände. Und auf den Kopf. Eieieiei. Was nun? Okay, erstmal ein Safe Game. Ist nichts weiter. Auch nichts weiter. Muss ich den kaputt machen? Bezwinge den Wächter der Schmiede. Naja. Okay, dann würde ich aber sagen, wir sehen mal zu, dass wir da ein paar Sachen vorher einwerfen. So. Ist schon wieder alles an, ne? Wir hätten das gerade anders ausgemacht. So, jetzt dann aber. Okay, aber so geht's. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft.
Es gibt nur noch eines, was wir tun müssen. Wir müssen beweisen, dass es tatsächlich funktioniert. Dass dies die echte Ethereum-Schmiede ist. Okay. Und wie geht das? Gute Frage. Indem wir etwas schmieden, natürlich. Macht nur, nach allem, was ihr getan habt, gebührt euch die Ehre. Etwas schmieden, aber womit? Hier gibt es kein Ethereum, oder? Verdammt! Moment, doch, hier gibt es sehr wohl welches. Die Splitter, die wir gesammelt haben, sie bestehen aus reinem Ethereum. Erinnert ihr euch? Nicht viel, aber es sollte reichen. Mit ihnen und den Dingen in diesem Raum haben wir alles, was wir brauchen. Glaubt ihr, dass es irgendwo noch mehr Ethereum gibt? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Wunder, dass nach all den Jahren noch so viel vorhanden ist. Macht das Beste daraus. Dies ist vielleicht die einzige Chance, die Schmiede jemals zu gebrauchen. Okay. Frage ist dann jetzt natürlich wirklich, wie machen wir das? Suche nach Handwerksmaterialien. Frage ist, was für Handwerksmaterialien brauchen wir denn für den Quatsch? Ja. Uha. Da ist ein Centurio Dynamo-Kern. Okay. War klar, dass ich wieder zu viel gelootet habe. Aber... ach, da muss ich schon oben die Stiefel. Das soll uns jetzt erstmal nicht aufhalten. Na dann. Mit diesem Schild getroffene Gegner. Okay. Wird das hängt schon aus 60 Sekunden Stelle, auf der Zauber nur zeigt. Der Rüstwert ist halt richtig bescheuert. Also wir werden die Dinge alle drei nicht benutzen. Weil sind wir mal ehrlich, ich kann ja auf meinen Helm nicht verzichten. Zauberstäbe benutzen wir auch nicht. Wir nehmen den Schild einfach, weil das zu uns passt. Was wir hier gefunden haben. Was jetzt? Für mich. Ich habe getan, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ihr nehmt das mit in die Welt hinaus. Und wenn euch jemand danach fragen sollte, so erzählt, was wir entdeckt haben. Gemeinsam. Gibt es noch mehr Ethereum? Meinte sie ja schon was zu. Genau. Ich weiß es wirklich nicht. Mein Glückwunsch und danke. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Wir haben sie gefunden. Endlich. Und jetzt kann ich endlich ruhen. Lebt wohl, mein Freund. Wo eure Reise euch auch immer hinführen mag.
Diese verloren an der Vergangenheit ab. Das ist ein seltener Erfolg. Das haben offensichtlich echt wenige gemacht. Ja, Lydia ist wieder langweilig. Kann man nichts mehr auf niemand mehr auf die Fresse hauen, dann interessiert es mich nicht mehr. Das war wieder klar. Ja. Okay. Das war nett. Das war trotz der Umwege dann doch jetzt relativ geradlinig. Muss ich zugeben. Bin neugierig. Nix. Weiß nicht, ob ich dann den Wasserfall runterspringen sollte. Machen wir mal nicht, wa? So. Ich hätte gedacht, das beschäftigt uns im Moment länger. Damit stehen wir im Grunde wieder an dem Punkt, wo wir vor, keine Ahnung, einer halben Stunde standen. Mit der Frage, welchen Kuchen von Skyrim wir jetzt als nächstes noch anschneiden. Ob wir jetzt ins DLC gehen. Ob wir uns mit dem Krieg zwischen Sturmmänteln und Imperium auseinandersetzen. Oder ob wir jetzt tatsächlich Hauptquest machen. Und das ist übrigens mega witzig. Das Telefon. Was ist denn das? Scam-Anruf. Habt kein Festnetztelefon, Leute. Kann ich nicht empfehlen. Werde, glaube ich, auch dafür votieren, unseres abzubauen. So. Genau. Genau. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Witz ist, wir standen hier schon mal. Als dieser Turm hier runtergefahren war. Vor diesem Ding und ich dachte mir so, hä? Was ist das? Das wird bestimmt irgendwann mal wichtig. Da oben als an diesem Kreiselding, wo wir dann das Ethereum-Dings reingetan haben. Da oben ist so ein Drache. Wir könnten fix noch einen Drache auf die Nase hauen. Ach, da waren wir schon. So kommt dann alles zueinander. Genau, wir haben keine weiteren Schreie frei. Ja! Dann. Steigen wir auf unser getreues Hotü. Und guck mal, was es sonst noch so zu tun gibt. Genau, er kann es hier noch irgendwie Bachbarsche beschaffen. Weiß ich nicht, ob das jetzt oder Angeln gehen. Wir haben theoretisch auch noch Nebenquests mit Angeln gehen, wenn ich mich nicht irre. Hier, Schnutfisch, Goldfisch, aber ich würde sagen, das ist auch alles eher so ganz nett. Scheint sich aber auch nicht so richtig nebenher zu erledigen, sonst hätten wir das schon gemacht. Genau, wir haben hier das mit der dunklen Bruderschaft, aber das ist ja auch einfach nur eine Random Quest. Passt mal auf, Leute. Lasst euch mitentscheiden. Wir machen das zusammen.
Neue Abstimmung. Nächster Abschnitt in Skyrim. Sturmmantel versus Imperium. Dämmerwacht DLC oder so. Und wir singen dann wieder Scholz. Ja, seid da. So, 3 Minuten Zeit. Umfrage beginnen. Wir können jetzt eine Seite im Bürgerkrieg wählen. Wir können die Skyrim Hauptquest machen. Hallo Meli Light, schön, dass du reinschaust. Oder wir gehen ins Dämmerwacht DLC. Das wäre also hier, ne? Da geht's um Vampirjäger in irgendeiner Form. Da haben wir bisher noch gar nichts mitgemacht. Wir haben den Weg der Stimme. Das ist quasi wirklich der Entry Point zur Hauptquest. Die haben wir bisher noch gar nicht angerührt. Oder wir können uns hier der kaiserlichen Armee oder den Sturmmänteln anschließen und dann mal gucken, wo uns das hinführt. Das sind so die großen Dinge, die wir jetzt noch auf dem Zettel haben. Der Rest sind ganz viel so Beschäftigungsquests. So. Das mit dem vollwertigen Mitglied der Diebesgilde, ich glaube, das erledigt sich dann sowieso. Wir brauchen halt die Steine von Barentia, dass es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir die alle finden werden. So, und irgendwo in Reach befindet sich ein entflohener Sträfling. Es ist nicht realistisch, dass wir den irgendwo finden. Reach ist nämlich groß. So. Dementsprechend ist das jetzt so die Frage, womit wir uns als nächstes befassen. Wir haben ansonsten auch noch so ein paar weiße Flecken auf der Karte. Wir könnten jetzt auch random rumrennen und was erkunden. Ich finde aber jetzt, wo wir 3 Sachen noch offen haben, würde ich nicht sagen, das war's. Ne? Und ab jetzt ist dann Skyrim erledigt, weil noch gibt's ja Dinge zu sehen. Auch wenn ich jetzt durchaus nicht sage, wir müssen alles erledigt haben. Und inzwischen sind wir ja schon relativ weit rumgekommen. So. Verdammt. So. Und wie gesagt, ne, viele Sachen haben wir ja inzwischen dann doch schon. Abstimmung steht 4-2 für das Dämmerwacht DLC. Ich sehe, auf dem Bürgerkrieg habt ihr alle keinen Bock. Das ist natürlich voll in Ordnung. Ah, letzte Stimmen. Und Dämmerwacht DLC it is. Dann okay, wir machen erstmal den üblichen Kram und gehen einmal Inventar leer machen. Und dann kümmern wir uns darum. Fühlt ihr euch krank? Ich habe nichts getan. Sagt mal, also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Bait, ne? Aber weil mein Blick gerade drauf fällt. Wir haben jetzt 51 Abo-Punkte. In 14 Abo-Punkten bei 65 kriege ich einen neuen Emote-Slot.
ich kommuniziere die Informationen jetzt einfach mal und ihr macht damit, was ihr denkt. Okay? So, hier ist immer noch keine Sau da. Lydia, gib mir mal den Kram, den du hast. Hast du überhaupt Kram? Wie kann ich euch dienen, Tane? Lydia hat gar keinen Kram. Das ist ja schon mal hervorragend. Jency betreibt Zellort. Na. Ich stelle lediglich Informationen bereit. Weil das mein Job ist. Was ihr damit macht, das ist ganz eure Sache. So. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt. Hör auf, da zu stehen und zu quatschen. Ich will Kram verkaufen. Herz-Emote. Was das für ein Emote wird, wissen wir noch nicht, Raubfriese. Das ist dann eine andere Diskussion. Aber erstmal brauche ich den freien Slot. So, das ist der ätherische Schild. Den behalten wir erstmal. Komm raus mit den Panzerhandschuhen, wir haben so viele davon. So, 106 hat sie jetzt noch. Und ich, achso, ich habe wieder meine Sachen nicht an. Deswegen geht das gerade so gut. Kannst du diese Fakten auch belegen? Ja, kann ich schon. Ich bin jetzt nur zu faul, einen Screenshot einzublenden. Könnte das aber theoretisch tun. Ich glaube, es reicht, wenn ich die Lederstreifen kaufe. Ich muss nicht mehr das Leder kaufen. So, mehr ist hier nicht los. Können wir ja noch irgendwie... Den Bogen kriegen wir nicht mehr. Handschuhe kriegen wir noch los. Zack. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls das braucht. Drinnen ist zu. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich möchte jetzt ungern einbrechen. Wenn dein lieber Herr Mann trödelt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ich habe Loot und Herrlichkeit. Willkommen in der Werft einen Blick darauf. For what is a gentleman, if not an effort to master the chaos that sweeps our world, an attempt to control death itself, if necessary. Raubfriese, vielen, vielen lieben Dank für dein Geschenksub an den guten Ben and Paper. Ach, der gute Güte. Ja, bezweifle, dass der im Hintergrund rumkrebst, aber falls doch, viel Spaß mit den Emotes. For what is a gentleman, if not an effort to master the chaos that sweeps our world, an attempt to control death itself, if necessary. Und auch für dein Geschenksab an Smarty ein vielen, vielen lieben Dank, Raubfriese. Dankeschön für deinen ganzen Support. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte hier Lederstreifen. Ja. 53 von 65. I stated my point. Alles klar, dankeschön. So, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr von. Müssen ja halt die letzten zwei Punkte in Schmieden machen. Und dann können wir Dedra-Rüstung bauen. Das ist eigentlich das Klassenziel. Immer noch meine Verhandlungssachen nicht angezogen. War es eigentlich auch wurscht.
hoffe doch gar nicht mehr so viel von den Dingen, die wir haben. Das da kann er sich noch leisten. Wunderbar. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Zack. So, und jetzt passt mal auf. Lege ich jetzt hier meine Maske wieder an. Da sind 20% Magieresistenz drauf auf dem Schild. 20%. Und der ätherische Schild ist sogar noch schlechter. Sorry, Leute. Also den hängen wir uns zur Deko irgendwie an der Wand, aber benutzen können wir den nicht. Fühlt ihr euch krank? Ich möchte eigentlich den Schild von Iskamor ersetzen, aber ich krieg das niemals in der Höhe auf den Schild geklebt. Wenn ich das selber mache. So, Belator, mein Freund, wie sieht's aus? Hast du wieder, naja, 750? Was soll man sagen? Das, manche Sachen werden halt nicht besser. Warum habe ich diese Arentino-Familienabstück hier im Inventar? Reden wir nicht drüber. Hat keiner gesehen. So, nimmst du jetzt und dann ist es nicht mehr mein Problem. Und dann gebe ich dir hier einen Diamanten und dann ist sowieso alles schicki. Bist du auch schon wieder pleite. So schnell geht das mit dir. So, gibt es sonst noch was, was man dir hier so andrehen kann? Ja, die Gifte mache ich drüben bei der Nachbarin. Das ist okay, ein Holzteller. Hervorragend. Kann ich das Tagebuch jetzt andrehen? Ja, das geht jetzt sehr gut. So. Fühlt ihr euch krank? Vielleicht sollte Jensi mal wieder einen Schrein begrabbeln. Nee, das fragen die mich jedes Mal. Ich weiß auch nicht, warum. Scheine irgendwie ungesund auszusehen. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, er kauft den Kram zwar, kann ihn sich aber nicht leisten. Kann sich ja nicht mal Nystroms Tagebuch leisten und das ist irgendwie 3 Seiten lang. Und wir haben das rechte Auge der Falmer. Was machen wir eigentlich damit? Das wollte bisher irgendwie noch keiner haben. So. Wird mit uns beiden hier nicht, wie so, wenn ich mir das hier so angucke. Ist irgendwas, was man dir abkaufen kann, was Sinn ergibt? Eine Angel. Hervorragend. So, einen großen Seelenstein kaufe ich dir mal ab, aber eigentlich so richtig brauchen tue ich den auch nicht. Hier die mächtige Seele, die ist. Das ist was, wo ich sage, da haben wir irgendwie einen Benefit von. Gut, Heiltränke. Heiltränke nehme ich gerne mit. Boah, da hat er jetzt richtig Kohlen. Können wir hier die ganzen Ringe mal loswerden. Zack, 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 zack. Habt ihr das gemerkt? Da haben wir gerade richtig was geschafft, haben wir. Richtig was geschafft, liebe Leute. So. Sind Zaubertränke. Hier ist noch der nimmt auch die Centurio Dynamo Kerne. Das ist ja gut zu wissen. Zwergenbolzen verkaufen wir mal. Die sind unter unserer Würde. Das Schwert werden wir jetzt hier nicht mehr los.